hallo lieben, es ist ein Schmeier, Paderborn, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. 1. Februar heute, als ich es aufnehme. Heute haben wir eine echt, kommen wirklich interessante Mails die nächsten Tage, just saying. Ja, warum toxische Beziehungen nicht funktionieren, auch wenn man denkt, dass sie funktionieren. Ne? Viele denken ja vielleicht immer, Alter, der Hemmschemeier hat doch keine Ahnung. Ich kriege das ziemlich mal in einer toxischen Beziehung, habe ich ja früher auch mal gedacht. Und ja, es fällt einem einfach immer wieder auf die Füße. Und heute haben wir eine sehr interessante Wendung, an die man, glaube ich, häufig nicht denkt. So, ja, Selbstbehauptungs-Challenge Advanced geht heute los. Sehr cooles Programm. Der neue Trauerkurs aus der Mentalheld-Reihe geht heute los und die Wohlfühl-Challenge und auch die Paartherapie-Ausbildung, da sage ich die Tage aber nochmal was zu, ist startet jetzt bald. Und genau, wenn du mich noch auf einer Lesung sehen willst, da gibt es noch Tickets für Karlsruhe und Wien. Genau. Ja, und noch kurzer Hinweis, ich fördere ja gern so dezentrale Bezahlsysteme, wenn du meine Kurse mal anders zahlen willst, ist ja gerade auch wieder so ein bisschen mehr im Trend. Kannst du es auch so mit Kryptowährungen zahlen und dann packe ich immer noch so mit Energiebooster-Tranks mit oben drauf. Genau, also lieber Christian, ich habe schon einige deiner Kurse gemacht und komme gerade irgendwie nicht weiter. Ich habe seit 8 Jahren eine, sagen wir mal, zu Beginn toxische Beziehung, die sich aber mittlerweile in eine relativ normale Beziehung hat, was wir immer denken, was gar nicht geht eigentlich, ne? Aber schauen wir mal. Du sagst immer, das funktioniert nicht. Tut es auch nicht, sonst würde ich dir wahrscheinlich nicht schreiben. Ich versuche mich kurz zu fassen und nur auf die verschiedenen Mechanismen einzugehen und nicht so viele Details zu nennen. 8 Jahre, ja, vielleicht Toxi-Light, aber irgendwie schwierige, toxische, mindestens überaktivierte Beziehung wahrscheinlich. Wieso kriegt man das nicht hin? Schauen wir mal. Als es begann vor 8 Jahren über ein Datingportal, nach 2 Ehen und einer kurzen Affäre, wollte ich eigentlich nur so etwas wie eine Freundschaft-Plus-Beziehung, mein Partner ebenso. So lief es dann erstmal, bis ich mich verliebte und liebessüchtig verhielt, dass das der Bettsport grandios war, muss ich wohl nicht erwähnen. Das sind halt diese Zutaten, ne? Ich kann das auch so nachvollziehen, man denkt, mein Gott, ich will jetzt keine Beziehung, aber du hast trotzdem diese Möglichkeit, da oben im Kopf liebessüchtig zu werden, du gehst in so eine, deswegen sage ich auch immer, wenn man weiß, man ist da anfällig, so unklare Beziehungssituationen möglichst zu vermeiden, es sei denn, man ist so ganz sicher, was man da macht. Und, aber ja, man denkt so, mein Gott, ein bisschen Spaß haben, kein Commitment, was soll schon passieren? Ja, und dann, sage ich ja immer, dann einer verliebt sich und dann geht der Scheiß los, ne? Das ist auch immer das Problem mit Sexualität, ne? Das ist, so also schön der Bereich auch ist, also er kann uns einfach so runterreißen auch, weil da oben halt diese ganzen Suchtzentren mit verknüpft sind und echt schwierig. Ist wie so eine eingebaute Sucht eigentlich. Er wollte immer noch keine Beziehung, wahnsinnig viel Nähe und Leidenschaft, wenn wir zusammen waren, dann wieder Abstand. Wir haben uns aber regelmäßig 1 bis 2 Mal die Woche gesehen. Mir war das zu wenig, ich litt. Er ließ sich dann noch irgendwann drauf ein und nach circa 2 Jahren wurde ich dann doch in die Familie integriert. Das ist ja, was sich so viele Menschen wünschen, irgendwie, dass es sich doch noch dreht und man kriegt doch noch das Commitment. Jetzt passt mal auf. Was jetzt passiert, das ist so, das ist einfach so typisch, wenn man das mal einmal verstanden hat, diese ganzen Dynamiken. So geht das jetzt und vor einem halben Jahr zog er zu mir, so jetzt zieht sogar noch zu dir, was er vorher kategorisch abgelehnt hatte. Ja, das ist, was ich immer wieder sage, selbst wenn, aber ich habe es eigentlich lange nicht mehr gesagt, deswegen ist es wirklich super, dass diese Mail immer wieder kommt, selbst wenn der Partner all das macht, was du vielleicht mit deinen knallharten Standards erreichen wolltest und die Beziehung aber nicht gesund war, ist sie immer noch nicht gesund. Auch wenn er bei dir einzieht plötzlich. Ne? Man gibt manchmal zu viel darauf, auf diese ganzen Sachen. Aber ich lese mal weiter. So, zu dem Zeitpunkt hatte ich das nicht mehr gebraucht. Das ist immer so. Man kriegt oft das im Leben, wenn man es nicht mehr unbedingt haben will. Das ist wirklich verrückt, ne? Mein jüngstes Kind wohnt auch noch hier, sie verstehen sich gut. Nun ist aber irgendwie die Toxik raus. So,
Wer das mal einmal geschnallt hat, ist so typisch. Du, es ist wirklich so, ja, das ist so, als wenn du sagen würdest, zum Universum, liebes Universum, bitte gib mir, lass das aufhören mit diesen toxischen Beziehungen und dann, okay, hier, Toxik ist raus und dann ist es nicht so, ah, geil, sondern, das ist einfach so krass, das ist so krass irgendwie. Ist ja manchmal, wenn sich Leute auch, wenn andere Leute in Gefängnis verlieben und ah, und wir können nicht zusammen sein und ah. Und dann kommen sie raus und dann, hier bin ich, jetzt kannst du mich haben und dann, ja, geht die Toxik raus, ne? Ist genauso. Wenn ihr noch mal mehr Beispiele kennt, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist einfach crazy, es ist einfach crazy. Weil das Dopamin float dann eben nicht mehr so schön, wenn du haben kannst, was du willst. Das Dopamin fließt ja nur. Also abgesehen von jetzt früher Verliebtheitsphase und so, fließt das Dopamin ja nur, wenn du nicht bekommst, was du haben willst. Das ist und dann aber diese kurzen Momente es kriegst und dann wieder nicht, dann fließt das Dopamin. So, ne? Aber ich weise auch nochmal hin auf meinen Glückskurs. Da reden wir ja auch über positiven Dopaminflow. Da gibt es eine ganze Menge Tricks, wo es gar nicht dass es so viele gibt. Könnt ihr gerne mal reingucken. Sehr geiler Kurs. So, zu dem Zeitpunkt hätte ich das nicht mehr gebraucht, ja. Nun ist mal irgendwie die Toxik raus und ich kreiere Dramen von Eifersucht und Verlustangst. Ist doch abgefahren, ne? So abgefahren, ne? Kann das der unbewusste Ersatz für die Dopamindusche sein? Ja, genau. So ticken wir. So tickt der Mensch. Ja, es ist irgendwie deprimierend, das auch zu sehen. Aber ich meine, ich habe es nicht gemacht. Gib mir nicht die Schuld. Ich habe uns nicht gebaut. Und es ist, das ist so die große Kunst im Leben, sich so von, ja, Liebessucht und anderen Süchten fernzuhalten und es trotzdem das Leben so einzurichten, dass es nicht zu langweilig wird. Das ist wirklich, das ist echt eine Meisterschaft, finde ich so, ne? Gleichzeitig bin ich aber auch genervt von ihm. Ja, nervt dich ja auch. Es war vorher nur alles unter der Dopamindusche verdeckt, ne? Wird dich schon immer genervt haben, nehme ich mal an. In meinen Ehen war ich teilweise am Anfang pluspolig, dann eher minus und diejenigen, die am Ende getrennt haben. Wahrscheinlich bin ich auch passiv bindungsängstlich. Was sagst du dazu? Über eine Videoantwort würde ich mich sehr freuen. Verlustangstkurs ist gebucht. Der ist ja gerade noch zum Frühbucherpreis. Herzliche Grüße, Anna Tefkula. Ja, also du hast, wie sehr, weiß ich jetzt nicht, weil was ist ja wirklich auch, ich schätze das auch immer, wenn ich euch kurz halte. Du hast ja sehr kurz gehalten, aber scheinbar hast du ja, wie so viele, schwankst du zwischen Plus und Minus und findest die Mitte nicht. Und ja, das ist eigentlich genau das, was passiert. Selbst wenn du das alles kriegst, also wenn das jetzt stimmt, dass die eure Beziehung zumindest Toxi-Light war und du kriegst das alles, was du dir mal gewünscht hast, es stimmt die Dynamik nicht mehr. Es stimmt die Dynamik nicht mehr und es passt einfach nichts mehr zusammen irgendwie. Ne? Es passt nichts mehr. Es ist nicht mehr so, wie ihr zusammengekommen seid. Und ihr müsst eigentlich euren Beziehungsvertrag komplett neu schreiben sozusagen. Aber die Beziehung liefert eben nicht mehr das, wozu du sie eingegangen bist. Man denkt ja immer so, ach, wenn er sich endlich committet und dann passiert es und es ist nicht so, wie du gedacht hast, weil die Dopamindusche fällt weg und das war aber der Grund, warum du in dieser Beziehung geblieben bist, der unbewusste Grund, ne? Und jetzt kreierst du das Drama, um das verzweifelt aufrechtzuerhalten. Es ist, ihr könnt machen mit eurem Leben, was ihr wollt und ich habe gar keine Kritik hier, es ist einfach nur so, jeder muss sich selber überlegen und du auch, will ich das? Will ich so leben? Und das ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Wenn du sagst, hey, ich will Dopaminduschen haben, dann musst du dir, ich sag's jetzt mal ganz brutal, ganz hart, musst du dir weiter nicht verfügbare Männer suchen. Ist jetzt mal paradoxe Intervention hier, ne? Schieß den ab und such dir wieder jemanden, den du nicht haben kannst. Dann hast du wieder deine Dopamindusche, ne? Und erfahrungswert ist nur, dass man es. Die Nachteile, das ist halt immer wieder die Erfahrung, dass die Nachteile von diesen Dopaminduschen sind halt über die Dauer viel höher als die Vorteile. So, das ist, weil du kannst nicht vernünftig arbeiten, du kannst, weiß ich nicht, du hast einfach keine Ruhe an der Beziehungsfront und ja,
Also ich denke, es wird wahrscheinlich weiter auseinanderfallen. Es kann sein, dass er dann wieder in den Zustand geht, wie er vorher war, aber noch schlechter so. Ich würde mir schon überlegen, ob das wirklich auf dieses Spiel zu setzen, auf dieses ganze Plus-Minus-Spiel auch zu setzen, dass das ist, was du wirklich willst, oder ob du nicht weiter vielleicht auch mit meinen Kernkursen, Umprogrammierungs-Liebeschips und so, weiter guckst, ja, wie kann ich mein Bindungssystem irgendwie so ein bisschen stabilisieren und was kommt da mal raus und wie kann ich gesunde Süchte, nenne ich das ja immer so, in mein Leben integrieren, das ist auch Thema in Modul 2, also gesunde Süchte heißt so, okay, wenn ich hier offensichtlich ein bisschen, mein Gehirn so ein bisschen Dopi-Dopi braucht, ein bisschen Dopi-Dopi-Duschi, ne, wie kann ich das auf eine gesündere Art einführen? Was kann ich da machen? Weil wir müssen irgendwie mit unserer Hardware einen guten Umgang finden. Ne? Wir haben sie nun mal und man muss das Gehirn-Game irgendwie spielen. Crazy shit. Was denkt ihr dazu? Macht die fucking Kurse, guckt nur die Videos und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.